Mike, F. Klassen, Case Young, hey Sky, bist du nun einer von den drei oder einfach nur eine Missgeburt? Der Junge meldet sich jetzt gerade heute gleichzeitig an, doch das spielt keine Rolle, wenn er hier nicht texten kann. Waren deine Battles bisher eine Wars-Set-Challenge? Du fliegst von deinem Podest runter, denn du hältst nicht die Balance. Dein Persönlichkeitskomplex ist wie ein Split, ne große Nummer. Justin Case fickt mit Mike Afton und Young Haze hat ein Liebeskummer. Beide bekommen sich selbst ficken eine ganz neue Bedeutung. Ich meine Justin Case gegen Young Haze und trotzdem nur Verleugnung. Deine Brüder, ihr seid schwul, stecken alle in dir drin. Digga, Inzest findest du anscheinend gar nicht so schlimm. Nach jeder Niederlage wurde es eine Person mehr. Schlagt der Hydra alle Köpfe, dann gibt es keine Köpfe mehr. Du willst alles abstreiten und umkehren, du Opfer, aber sag mir, wie willst du die Wahrheit konnte? Du Hurensohn nutzt ständig jeden Pisser den Schwanz, da du wie Chase Miller einfach nicht rappen kannst. Da du ihn ständig flankst und dann sind Fett zu langst, machst du eine 1-Minuten-Runde, um ihn zu ficken dann. Du Hurensohn nutzt ständig jeden Pisser den Schwanz, da du wie Chase Miller einfach nicht rappen kannst. Da du ihn ständig flankst und dann sind Fett zu langst, machst du eine 1-Minuten-Runde, um ihn zu ficken dann. Weißt du eigentlich, wie blöd du bist? Du schickst mir auch nicht deine Runde, da ich dein Gegner bin. Jedoch hast du dich vom Legend ziemlich abziehen lassen und etwas Dummes geschafft, was selbst du willst nicht schaffen. Und der Beat von Tamatic, ey, der tut mir richtig leid. Deine spastischen Bewegungen sind auch ein Highlight. Du hast den Beat mit deinem Video und Flow zerstört. Wollt ihn eigentlich benutzen, hab dann dich drauf gehört. Jetzt fragt man sich, wie ich diesen Beat so finde. Seit einer Runde gehört er für mich auf die Top 5 absolute Dinge. Und dann gibt es da ja noch diesen Mundschutz-Rapper, da finde ich sogar die mit einem Headset besser. Und was kommst du hier mit deiner Kampfansage? Das erinnert Blank schon halt an deine Schwanzmassage. Immer wenn du morgens deinen Eltern sagst, du bist ein Mann, denkt sich deine Mom, ob man dich noch abtreiben kann. Nach dieser Vergewaltigung fängst du jetzt ganz neu an. Neuer Name, neues Image, alles was man nennen kann. Noch ewig wirst du dich an mich zurückerinnern und es weiter sagen an die Kinder deiner Kinder. Nach dieser Vergewaltigung fängst du ganz neu an. Neuer Name, neues Image, alles was man nennen kann. Noch ewig wirst du dich an mich zurückerinnern und es weiter sagen an die Kinder deiner Kinder.